Herzlich willkommen. Guten Morgen, falls es morgen ist, wenn du dieses Video anschaust. Herzlich willkommen zum Gottesdienst bzw. zur Predigt in der Evangelischen Freikirche Heimatsheim. Schön, dass du dabei bist. Diejenigen, die die letzten Sonntage verfolgt haben, ihr werdet es wissen, wir sind ja als Gemeinde in einer Predigtreihe. Das heißt, wir gehen durch ein bestimmtes Thema und schauen das von verschiedenen Facetten an. Darum geht es in der Serie geht es darum, dass wir uns irgendwie anderen Menschen widmen sollen. Das heißt ja, Leben für meine Freunde. Das heißt, es geht darum, wie könnten wir anderen helfen, etwas von der Liebe Gottes in ihrem Leben zu spüren. Die Liebe, die wir selbst erfahren haben, weiterzugeben. Wie könnten wir anderen helfen, Gott für sich und ihr Leben zu entdecken? Und wie können wir zu einem Leben einladen, dass hier schon auf Erden viel gehaltvoller und tiefer sein könnte, wenn man bewusst, mündig und gesund im Einklang mit dem Schöpfer, mit Gott lebt. Das heißt, mit anderen Worten, in dieser Serie geht es um Werbung für Gott. Ja? Aber nicht Werbung für irgendwas noch zusätzlich in unserem Leben. Ja, was weiß ich, ein neues Kleidungsstück oder neues technisches Gerät, ein neues Getränk für den Kühlschrank oder sowas. Es geht eigentlich nicht um noch etwas, sondern um das Eigentliche, was unsere Seele braucht. Johann Richter, Publizist, Pädagoge, Dichter aus vergangener Zeit, sagte mal, ohne Gott ist das Ich, also meine Persönlichkeit, meine Seele, einsam durch die Ewigkeiten hindurch. Und ich glaube, das trifft es genau. Und das wollen wir ansprechen, dass wir eben nicht mehr einsam sind, unsere Seele nicht mehr einsam ist durch die Ewigkeiten hindurch. Deswegen würde man gern andere einladen und sagen, entdecke neu die Beziehung zu Gott. Oder vielleicht zum ersten Mal. Bei dieser Werbung für Gott geht es ja dann quasi darum, den anderen zu beschenken, irgendwie das Leben anderer zu bereichern. Und wenn wir in dieser Weise darüber nachdenken, geht es um Nächstenliebe. Bei Nächstenliebe, bei diesem Stichwort, Bibelleser kommen sehr schnell auf eine sehr, sehr bekannte Geschichte aus dem Neuen Testament, nämlich die Geschichte, die Jesus erzählte über den barmherzigen Samariter. Lukas 10. So kennen wir die Geschichte, barmherziger Samariter. In Englisch ist es der gute Samariter, wie auch immer, ihr kennt die Geschichte. Und aus dieser Geschichte geht hervor, dass, wenn man sie im Zusammenhang auch liest, und ich würde das gerne auch im Zusammenhang anschauen, wo erzählt Jesus diese Geschichte, wird schnell hervorgehoben, dass diese Liebe oder die Nächstenliebe für jemand anderen eigentlich herauswächst aus der Liebe zu Gott. Nämlich da ist die Situation, da ist ein sogenannter Gesetzeslehrer, er kommt zu Jesus. Kommt zu Jesus und sagt, will ihn übrigens, er ist nicht ganz ehrlich, will ihn herausfordern. Und sagt, Jesus, wie soll ich denn leben, damit ich das ewige Leben habe? Heute würden wir sagen, Jesus, wie soll ich denn leben, damit ich in den Himmel komme? Ja? Und Jesus geht auf ihn ein und beantwortet ihm das und macht sehr schnell klar, wohl eines der Sachen ist ein verändertes Leben, wo du dich anderen widmest. Und verbindet das dann sofort in seiner Antwort, zu der er diesem Gesetzeslehrer verhilft, dass die Liebe zum anderen verbunden sein soll, Resultat sein soll der Liebe zu Gott. Also du sollst, wie sollst du richtig leben? Oder du sollst deinen Nächsten lieben. Aber diese Nächstenliebe kommt und ist eng verknüpft mit der Liebe zu Gott. Das heißt, du sollst eine Beziehung zu Gott haben. So lebst du. Ja? Und das heißt, wenn wir nun an unsere Predigtserie denken, da geht es darum, sich anderen zu widmen, sie zu beschenken mit der Liebe Gottes in ihrem Leben hinein. So geht es um Nächstenliebe, ja, ihnen was zu geben, sich ihnen zu widmen. Und da würde ich gerne zwei Dinge hervorheben bei diesem Nachdenken über ein Leben, wie Jesus sagt, so soll man leben. Ja, da ist Nächstenliebe, aber die ist irgendwie verknüpft mit der Liebe für Gott, zu Gott. Und über diese Thematik denken wir nach. Und zum einen sehen wir, das ist die erste Sache, ein Leben, wo Jesus sagt, so sollt ihr leben, das sich unter anderem in Nächstenliebe zeigt, in unserer Werbung für Gott im Leben anderer, bereichern der anderen für ihr Leben, dass wir ihnen Gott vorstellen. Das ist ein Resultat eigentlich, so sagt Jesus, der Beziehung zwischen dir und Jesus Christus, ja, und Gott. Das ist die eine Sache. Zweitens,
wenn du dich in Nächstenliebe für jemanden verwendest, als Resultat deiner Beziehung zu Gott, du bist mit Gott verbunden und das zeigt sich, dass du dich anderen widmest, andere bereichern möchtest, ja, in ihr Leben hineinreden möchtest, was Positives, die Liebe Gottes ihnen geben möchtest, zeigen möchtest, dann hat das, und das ist die zweite Sache, mit Aufwand und mit Investition zu tun. Also das kommt nicht einfach so. Jetzt kommen wir zur Geschichte. Ja? Lukas 10, wenn ihr mögt, könnt ihr das, den Text für euch zu Hause aufschlagen. Lukas 10, also Kapitel 10, und wir lesen ab Vers 25. Ich werde es nicht im Detail lesen, aber ihr könnt es ja zu Hause, wenn ihr mögt, nachverfolgen. Die Geschichte geht folgendermaßen, zur Erinnerung an uns alle. Da kommt ein Gesetzeslehrer zu Jesus, wie ich schon sagte, fragt, wie soll ich leben? Jesus sagt, was weißt du denn schon aus der Bibel? Ja, mit meinen Worten. Und der Gesetzeslehrer ist ein Lehrer des Gesetzes. Gesetz heißt hier nicht Sozialgesetzbuch, sondern das Buch, die fünf Bücher Mose am Anfang der Bibel, das ist das Gesetz für ihn. Jesus sagt, was steht denn da drin? Und er gibt die korrekte Antwort. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Hingabe, deiner ganzen Kraft und so weiter. Und du sollst deinen Nächsten lieben. So, sagt Jesus, korrekt, du hast richtig geantwortet. Und jetzt merken wir, wie Jesus diesen Gesetzeslehrer entlarvt. Wir lesen ja in Vers 25, er wollte Jesus auf die Probe stellen. Ja? Jesus entlarvt ihn nun und sagt, denk doch mal selbst nach, wie sollst du dein Leben? Und dann gibt er die korrekte Antwort. Aber ihr lebt es scheinbar nicht wirklich. Hier ist die Beobachtung, die wir anstellen über diesen Gesetzeslehrer. Er ist also ein Experte, was Beziehung zu Gott angeht. Das ist ein Profi. Ja? Wenn jemand über Gott reden kann, dann er. Wenn jemand einladen kann zu Gott, dann er. Wenn jemand sich als gläubig bezeichnen kann, dann dieser Mensch. Er ist davon überzeugt, er ist mit Gott im Reinen, er lebt richtig vor Gott. Ja? Er will ja Jesus nur herausfordern. Es ist ja nicht eine Frage, wo er nicht weiß, wie soll ich leben. Er glaubt, er weiß es. Er will Jesus eine Falle stellen. Er möchte Jesus entlarven. Und das Interessante ist, Jesus entlarvt seine Pseudo-Geistlichkeit bei ihm selbst. In einer anderen Übersetzung, in der Elberfelder Übersetzung heißt es, er stand auf. Wenn man bei einer Frage gegenüber einem Lehrer aufstand, dann zeigt er das Respekt. Und das Komische ist, er steht auf als Zeichen von Respekt, will aber, weil er Jesus herausfordern will, möchte ihn in die Falle locken, möchte aber eigentlich Jesus den Respekt rauben, seinen Respekt zerstören. Ja? Also er ist nicht ehrlich. Da ist etwas, was dieser Mann redet mit seinem Mund, aber scheinbar nicht lebt. Ja, er kommt sich super geistlich vor. Wird sich sofort als Christ bezeichnen heute. Ne? Aber er lebt es scheinbar nicht. Er fragte nach dem ewigen Leben und Jesus antwortet ihm. Und er antwortet richtig. Und dann sagt Jesus, du hast richtig geantwortet. So soll man leben. Man soll den Herrn, den Gott, deinen Gott lieben mit ganzer Seele, deiner ganzen Kraft. Und du sollst den Nächsten lieben. Hast richtig geantwortet, geh hin und tu das und du wirst leben. Vers 28. Tu das und du wirst leben. Jetzt ist dieser Gesetzeslehrer entlarvt. Was tut er jetzt so, als würde ich das nicht leben? Ich lebe das. Ist eigentlich blind in seiner Selbstgerechtigkeit. Möchte nun, weil wenn Jesus ihm sagt, ja tu das, wie tue ich das nicht? Ich tue das. Jetzt will er sich rechtfertigen und schiebt eine Frage hinterher, sagt, naja, Jesus, wer ist denn mein Nächster? Wenn du schon mir sagst, ich soll das tun, meinst du, ich tue das nicht, wer ist denn mein Nächster? Lass doch mal weiter diskutieren. Und da kommt nun die Geschichte von diesem barmherzigen Samariter, wo Jesus ihn, und wir greifen jetzt vor, wir kommen gleich zu der Geschichte, wo Jesus ihm mit anderen Worten zeigt, du redest großgeistlich, du willst mich entlarven, aber eigentlich musst du entlarvt werden. Du tust geistlich, du glaubst, du hast die tollste Beziehung zu Gott, du bist der Lehrer des Gesetzes, du kennst dich aus, du bist geistlich Profi, du nennst dich Christ, alles ist wunderbar, du bist top. Aber eigentlich
Wenn du aus dieser Beziehung zu Gott wirklich leben würdest, würdest du Nächstenliebe üben. So wie das in der Geschichte vom barmherzigen Samariter ich dir gleich erklären werde. Und dann erklärte ihm das. Und es wird klar und die Geschichte endet open end. Wir wissen nicht, wie dieser Mensch darauf reagiert hat, aber scheinbar war er entlarvt worden und ging still davon, weil er konnte nichts mehr sagen. Das, was Jesus ihm da zeigt, wie sich ein wirkliches Leben mit Gott äußert, das lebt er gar nicht. Er weiß es nur theoretisch. Das heißt, die Grundlage für ein richtiges Leben aus Gottes Perspektive, für Nächstenliebe, für die motivierte Weitergabe, das ist immer bei der Predigtserie, für die motivierte Weitergabe der Liebe Gottes an andere Menschen, die Grundlage davon ist eigentlich ein authentisches Verhältnis, Beziehung zu Gott. Es geht nicht einfach nur darum, oh, schaue, dass du die anderen bereicherst, dass du etwas in ihr Leben gibst, dass du die Liebe Gottes irgendwie vermittelst. Wie willst du sie vermitteln, wenn du gar nicht selbst diese Liebe erfahren hast, in dieser Beziehung gar nicht lebst? Man liebt nicht einfach jemanden auf Befehl. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Ein verändertes Herz gehört dazu. Das heißt, wenn wir in unserer Predigtserie jetzt über die Weitergabe der Liebe Gottes an andere Menschen nachdenken, wie kommunizieren wir das, wie geben wir das weiter, dann müssen wir uns zunächst vor Augen halten, das mache ich nicht einfach so, sondern das braucht und setzt voraus, dass in meiner Beziehung, in meinem Herzen eine Beziehung ist zum Vater. Ja, dass da dieser Draht steht, du liebst den Herrn, deinen Gott, und das zeigt sich auch in der Liebe zum Nächsten. Und dann gehst du auf andere zu, widmest dich anderen. Ja? Im Alltag, da wo du bist, mit den Menschen, denen du begegnest. Jetzt, wenn wir in dieser Weise über die persönliche Beziehung zu Gott nachdenken, dann gehen wir, glaube ich, zunächst einmal in unser Herz selbst und prüfen, ist bei mir diese Voraussetzung da? Ich kann nicht einfach nur mir sagen lassen oder irgendwie ausführen, die Befehle ausführen, wenn jemand sagt, gib die Liebe Gottes weiter. Das kann ich nicht einfach so machen. Ich brauche da vorher eine Beziehung selbst zu Gott und aus der heraus gebe ich dann diese Liebe weiter. So, das ist die Verbindung. Und das verknüpft auch Jesus immer wieder ganz nah beieinander. Die Liebe zu dem anderen ist verknüpft mit der Liebe zu Gott, mit der Beziehung zum Vater. Ja. Und so in dieser Weise, um von Gott zu erzählen, Predigtserie, Leben für meine Freunde, sie bereichern, ihnen etwas von Gott mitgeben. Von Gott erzählen benötigt, dass ich zunächst Gott kenne. Die Nächstenliebe hat mit Gottes Liebe zu tun. Ja. So die erste Aussage quasi hier. Wenn wir sagen, wir müssen anderen mitteilen von Jesus, ja, müssen wir. Was braucht es? Es braucht unser verändertes Herz, unsere Liebe zu Gott. Das heißt, Menschen, die sich nur Christen nennen, die können das gar nicht. Ist ja gar nicht, spürst ja am Herzen nichts. Ich erlebe das immer wieder, dass ich mit Menschen in Berührung komme und mit ihnen rede. Und dann heißt es, ja, er war evangelisch oder sie war in der römisch-katholischen Kirche, aber es war nicht wirklich ein Kirchengänger. War nicht so bibelfest und so weiter. Was heißt das? Das heißt, ich nenne mich so, aber das, worauf es ankommt, im Kern verbunden zu sein in einer Liebesbeziehung zu Gott, dem Schöpfer, habe ich gar nicht. Wie soll ich es dann weitergeben? Und die anderen, die mit Jesus schon unterwegs sind, denk darüber nach. Du musst Gott lieben und wenn das stimmt, dann kannst du anderen von Gott und seiner Liebe erzählen. Okay? So, die Grundlage ist die erste Sache hier. Zweitens, Nächstenliebe, also Leben für Freunde, sich anderen widmen, hat mit Aufwand zu tun, mit Zeit und wir kommen gleich zu den Details. Kommen wir zur Geschichte. Jetzt erzählt Jesus ihm, er sagt, ja, wer ist denn mein Nächster? Jetzt erzählt Jesus ihm die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Er erzählt ihm diese Geschichte, wo dann, wie gesagt, ich lese es nicht im Detail komplett durch,
Ihr könnt selbst nachlesen. Ein Gesetzeslehrer will das also wissen, verteidigt sich und Jesus erzählt die Geschichte, macht ihm klar, so ist ein Teil, das ist ein Resultat von einem geordneten Leben mit Gott, dass du dich anderen widmest. Wie ist die Geschichte? Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho, das ist Ort abseits, es geht wirklich viel auch runter, geografisch. Ne? Und da ging er hinunter in Richtung Jericho. Unterwegs wird er überfallen, er wird geplündert bis aufs Hemd. Das heißt, man nimmt ihm auch die es gibt ja verschiedene Gewänder, die man anhatte, das Obergewand weg. Er wird verprügelt, schlugen ihn, diese Räuber, Diebe, wie auch immer, lassen ihn halbtot am Wegrand liegen. Und dann kommen mehrere Persönlichkeiten vorbei und nur einer hilft ihm. Und jetzt schauen wir uns die Geschichte ein bisschen genauer an. Hier ist der Priester. Er geht nun des Weges vorbei, während dieser Halbtote da am Wegesrand liegt. Er liegt halbtot da, wahrscheinlich blutüberströmt. Der Priester, und das war oft der Fall, geht von Jerusalem, wahrscheinlich nach seinem Dienst, den er ausgeführt hat in Jerusalem, wahrscheinlich nach Hause nach Jericho. Es war oft so, dass die Priester, die dann in Jerusalem Dienst hatten, nach ihrer Dienstperiode nach Hause gingen wieder und da zu Hause wohnten. Also nicht alle wohnten in Jerusalem. So wahrscheinlich geht dieser Priester, nachdem er nun Gott gedient hat im Tempel, nach Hause. Wenn er jetzt anhalten würde, was würde das bedeuten? Es unterbricht meine Reise, es kostet mich Zeit. Vielleicht bringe ich mich selbst in Gefahr. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das der genau Punkt, wo diese Jungs, diese Bande, wie auch immer, vorbeireisenden Wanderern auflauern. Vielleicht ist das genau der Punkt, irgendwo ein Hinterhalt. Da gehe ich mal lieber schnell weiter, da will ich mich selbst nicht in Gefahr bringen. Und außerdem, dieser Mensch, der da liegt, der könnte tot sein. Wenn ich ihn berühre, werde ich zeremonisch unrein. Verunreinige mich. Was bedeutet das? Dann müsste ich zurückgehen nach Jerusalem, müsste da durch die Reinigungszeremonie gehen, bevor ich dann wieder mich aufmachen kann, um nach Hause zu gehen. Was für ein Aufwand, das meine ich. Nee, geh nach Hause. Und außerdem, ganz abgesehen von ritueller Sauberkeit oder nicht, ich mache mich schmutzig und der liegt da blutig und verschmiert im Dreck. Da soll ich meine Hände hin mit schmutzig machen? Und außerdem, ich bin auf dem Weg nach Hause, meine Frau wartet zu Hause, meine Kinder. Vers 31. Er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Okay? Also diesen Aufwand, nein. Da kommt ein Levit. Leviten waren auch Bedienstete im Tempel, aber waren nicht Priester, sondern waren eher, hatten andere Rollen im Tempel, wo sie dann auch Gott gedient haben und so weiter. Und auch dieser Levit, es würde auch ihm Zeit gekostet haben, er hätte sich auch dreckig gemacht und schmutzig gemacht. Und er ist auf der Reise, er hat ein Ziel, jetzt unterbrechen geht vorbei, genauso bei ihm heißt es auch, er macht einen Bogen um ihn und ging weiter. Ja, Vers 32. Und dann kommt ein Samariter. Ich will gar nicht darauf eingehen, das wäre eine andere Predigt, wie Samariter damals gesehen worden sind von den Juden. Sie waren verachtet, das waren so Halbjuden, die haben komischen Glauben gehabt, die beteten Gott auch nicht in unserem Tempel an, die hatten dann ihre eigene Anbetungsstätte und akzeptierten nicht das ganze Alte Testament, nur die 5 Bücher Mose und so weiter. Und ausgerechnet dieser Samariter widmet sich diesem Halbtoten da am Wegesrand und kümmert sich um seine Nöte. Und jetzt nun, wenn wir uns das genau anschauen, was hat er denn nun getan? Gehen wir zurück hier im Text. Da heißt es, er ging vorbei, hatte Mitleid mit ihm. Das heißt, hier kommt ein Mensch vorbei, der hat auch ein Ziel, der ist auch irgendwohin unterwegs, aber er hält an, er lässt Gefühle zu über diesen Mensch, der da liegt. Er sagt nicht, naja, hat sich das selbst eingebrockt. Er sagt nicht, naja, das ist nicht mein Problem, das ist sein Problem. Sondern er lässt Gefühle zu, hat Mitleid mit diesem Mann, der da liegt. Dann heißt es im Vers 34, er ging zu ihm und goss Öl und Wein auf seine Wunden. Das ist vielleicht ein etwas Desinfizierendes,
Art Medizin, die auf die Wunden tut, also kümmert sich um diesen Menschen und macht sich da schon schmutzig. Dann legt er, und außerdem, das musst du erstmal auch aufwenden für den anderen. Ja, ist ein Fremder. Mein Öl, mein Wein, gebe ich einfach hin, schütte ich einfach aus. Ja. Und dann legt er diesen Haupttoten vom Wegesrand auf sein Reittier, wahrscheinlich ein Esel. Und allein das schon muss ja schon ein Akt gewesen sein. Man hief mal so einen haupttoten Mann, der völlig, also gar nicht sich selbst bewegt. Du musst komplette 80 oder wie viel Kilo selbst heben, hief den mal auf deinen Esel. Blutig verschmiert, wie er ist. Ja? So, das ist schon mal ein Aufwand. Dann hief er ihn auf sein Reittier. Gleichzeitig aber bedeutet das auch, ab jetzt gehe ich zu Fuß und er ist auf dem Tier. Das heißt, ich verzichte auf meinen Luxus. Ja? Verzichte auf meinen Luxus. Dann geht es weiter, bringt ihn in ein Gasthaus. Bringt ihn in ein Gasthaus, versorgt ihn da. Gasthaus war kein Hotel, so wie heute. Es war einfach, oft waren das Privatunterkünfte, wo man einfach ein Zimmer, in einem Zimmer unterkommen konnte, manchmal sogar mit Tieren in einem selben Zimmer. Und da bringt er ihn unter. Aber er ist nun zumindest geschützt vor weiteren Angriffen. Er kann sich hier erholen, zu Kräften kommen und so weiter. Das heißt, er versorgte ihn. Ja? Das heißt, er kümmert sich auch da um ihn. Dann gibt ihr, und ihr merkt, wie Jesus das beschreibt, was für ein Aufwand das ist, sich um andere zu kümmern. Leben für Freunde, was für ein Aufwand das sein kann. Dann gibt ihr diesem Hotelbesitzer, das ist ja kein Hotel wahrscheinlich, gibt ihm 2 Denare. 2 Denare sind vergleichbar mit 2 Tageslöhnen. Ja, also ein Tageslohn damals war 1 Denar. Er gibt ihm eine Summe von 2 Tagelöhnen. Und sagt, kümmere dich um diesen Mann, sorge für ihn. Und ich muss weiter, ich habe was zu tun, aber ich werde, wenn ich wieder zurückkomme und er dann immer noch nicht okay ist und immer noch Pflege braucht und hier bei dir ist, werde ich dir den Rest erstatten. Also erst einmal hast du die Bezahlung also von 2 Tagelöhnen, das reicht ein paar Tage, die du da abdecken kannst für diese Unterkunft. Aber wenn ich zurückkomme auf meiner Rückreise, und er immer noch hier ist, was immer du an Mehrkosten bis dahin hattest, übernehme ich auch. Und das ist, überleg mal, er gibt ihm einen Blankoschein. Was immer es noch kosten wird, bezahle ich. Ja? Also du kannst, meine Hauptsache ist, dass du dich um ihn gut kümmerst und dass er zu Kräften kommt. Was immer es kostet, ich übernehme das. Aufwand, Geld kostet das. Außerdem, so hat jemand das darauf aufmerksam gemacht, einer der Theologen, die ich gelesen habe. Er sagte, damals, so ein Mann, der so am Ende war, der bis auf seine Unterklamotten ausgeraubt worden war, haupttot liegen gelassen worden war, der hatte kein Geld, nichts. Wenn er nun nachher seine Schuld nicht komplett bezahlen kann gegenüber diesem Hotelbesitzer oder diesem Besitzer des Gasthauses, da blieb ihm das Einzige, was ihm blieb, ist, weil er kein Geld hatte und gar nichts, keine Habe, gar nichts, er hätte wahrscheinlich sein Sklave werden müssen. Das heißt, dieser Samariter, der sich um ihn kümmert, sagt, ich bewahre ihn vor Sklaverei, was immer du noch mehr an Kosten haben willst mit diesem Mann, nimm ihn dafür nicht zu deinem Sklaven, damit er dir das abarbeitet, sondern ich befreie ihn, ich schütze ihn davor, dein Sklave zu werden, ich bezahle das. Überleg mal, was für ein absoluter Einsatz für diesen Mann, den er gar nicht kannte. Was hat ihn getrieben? Ja, und Jesus benutzt diese Geschichte, um klarzumachen, Nächstenliebe, wie gesagt, Nächstenliebe erwächst und hat seine Grundlage in der Liebe zu Gott. Du bist mit Gott verbunden, du lebst mit Gott und automatisch verstehst du, das habe ich nicht nur für mich, sondern diese Beziehung, die ich zwischen mir und Gott habe, die soll ich auch irgendwie weitergeben an andere. Und wenn ich das tue, übe ich Nächstenliebe und diese Nächstenliebe hat nicht nur ihren Ursprung in meiner Beziehung zu Gott, sondern hat mit Aufwand zu tun. Ich weiß nicht, wenn es euch so halbwegs so geht wie mir, dann verstehe ich den Priester und den Leviten super gut. Du gehst da vorbei, da ist jemand, ich habe keine Zeit. Und besonders in Deutschland würden wir sagen, naja, Sozialamt oder jemand sonst wird sich kümmern. Da gibt es bestimmt irgendeinen Topf von der Regierung oder so, ne? Da wird sich jemand um ihn kümmern. Oder auch, wenn es darum geht, die Liebe Gottes weiterzugeben,
ich habe jetzt was Wichtiges zu tun. Ich muss jetzt weiter. Das macht schon jemand, ich nicht. Ich habe einfach keine Zeit, ich möchte mein Geld nicht dafür aufwenden. Ich verstehe den Priester absolut, so geht es uns doch oft auch. Ja? Wir sind nicht immer die absolut gebenden Menschen an jeder Stelle. Aber diese Geschichte zeigt uns, wenn wir wirklich für unsere Freunde leben wollen, sich anderen Menschen widmen wollen, ihnen die Liebe Gottes weitergeben wollen, dann bedeutet es, zunächst einmal im Reinen mit Gott zu sein, die Liebe zu ihm zu spüren, sie dann weiterzugeben, das ist die Grundlage. Zweitens, es hat mit Aufwand zu tun. Liebe Gottes ist nicht nur ein Wort, sondern muss gezeigt werden. Und somit, wenn ich diese dritte Predigt in dieser Reihe Leben für meine Freunde, wenn ich diese Predigt, die dritte nun zusammenfassen würde, würde ich sagen, Leben für meine Freunde, das Weitergeben der Liebe Gottes an meine Freunde, ist Nächstenliebe. Und Nächstenliebe, erste Sache, hat mit Gottes Liebe zu tun. Wenn ich Gott liebe, soll ich meinen Nächsten lieben. Das ist das Resultat, da werde ich meinen Nächsten lieben. Und zweitens, Nächstenliebe hat mit Aufwand zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass wir unsere Hände schmutzig machen, dass es Geld kostet, Zeit kostet, Aufwand. Und ich schließe mit einem Hinweis von Jesus. Jesus sagte, lernt von mir. Sieh, was wir hier gesagt haben, Nächstenliebe ist Gottes Liebe, verbunden mit Gottes Liebe. Und Nächstenliebe hat mit Aufwand zu tun. Das finden wir ja genau im Leben von Jesus. Wenn Jesus sagt, lernt von mir, er hat es uns vorgemacht. Seine Nächstenliebe, die bis zum Äußersten ging für dich und für mich, hat er aus seiner Liebe zum Vater, seiner Beziehung zum Vater, ausgelebt und gezeigt. Und seine Nächstenliebe, von der wir lernen sollen, hat sich auch in riesigem Aufwand geäußert. Er gab ja sein Leben, er ging bis zum Äußersten. So, das heißt, wenn wir uns darauf besinnen, wir sollen uns anderen Menschen widmen und wir hören Jesus im Hinterkopf, übrigens Matthäus 11, Vers 29, lernt von mir, dann hören wir heute, lernt von mir, dass eure Beziehung zu Gott intakt sein muss, damit ihr euch anderen widmen könnt, so wie ich es getan habe, sagt Jesus. Und zweitens, lernt von mir, wie meine Nächstenliebe mit dem größten Aufwand verbunden war. Ich habe nichts gescheut. Ich habe alles gegeben. Ich habe mein Leben gegeben. Ja? So, mit diesen beiden Gedanken gehen wir aus dieser Predigt. Leben für meine Freunde ist Nächstenliebe. Nächstenliebe basiert auf meiner Liebe zu Gott und bedeutet Aufwand. Und in dieser Weise wünsche ich euch und mir Kraft, so zu leben. Und wie Jesus sagte, lernt von mir. Ich möchte von Jesus lernen. Weil da ist so viel, was ich noch zu lernen habe. In dieser Weise, lasst mich noch kurz für euch beten und dann verabschiede ich euch in den Rest des Tages. Wir wollen zusammen beten, wenn ihr mögt, neigt ihr euer Haupt. Vater im Himmel, wir lesen hier von deinem Sohn, wie er auf Erden da war, wie er uns vorgelebt hat, was es heißt wirklich, sich anderen zu widmen. Und so, Herr Jesus, wie du es getan hast, hilf uns, dass wir in unserem Leben für unsere Freunde, in unserer Nächstenliebe getrieben sind, motiviert sind von unserer Liebe für dich, von unserer Beziehung zu dir und daraus fließend, hilf uns, uns unserem Nächsten zu widmen. Und dann, Herr Jesus, hilf uns, uns nicht in unserer Selbstbequemlichkeit und in unserer Komfortzone zu verkriechen, sondern hilf uns, Aufwand nicht zu scheuen, ein Investment in anderen nicht zu scheuen, sondern zu geben, zu opfern, auch Zeit und Geld, wenn nötig. Hilf uns so neu zu leben, damit wir eine Bereicherung sind für andere und für diese Welt. In Jesu Namen bitten wir dies, Herr Jesus. Amen. Amen. Alles Gute euch. Gottes Segen.